Und ich habe nichts Aufstechen. dort, ich habe dort auch nichts vorher aufgehoben. Ich schwöre. Ey, ich schwöre! Schwur. Da So. oben sind wieder unendlich Bären. Ja. Kraftwurz. Kraftwurzel. Was ist das? Verstärkt Attacken wie Absorber, Gigasauger. Ah. So, was haben wir denn hier für ein wildes Pokémon gerade? Ich habe übrigens eins von dieser Route noch nicht gefangen. Oh, Na, das auch passt. noch nicht. Das ist Ach doch so, hast du dieser. rausgefunden, wie man sich das anzeigen lassen kann auf dem Rotom? Nein. Oh. Dann probieren wir es mal mit Kratzer. Vielleicht ist es weg, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann fange ich's. Statt. Ja, reicht. Blub! Was war das? Oh, Mabula ruft um Hilfe. Und es ist weg. Oh Mann. Mein Ja, machst du mal Mabula. klug. Ja. Bist ja ein Käfer. Oh, ich will Übrigens. ja fast das 14er haben, aber. Ja, dann meinetwegen. Na, Aber mal. Obwohl Mabula das. ist sowieso cool. Die letzte Entwicklung ist genial. Na gut, dann mache ich das erstmal weg. Du erinnerst dich an Donarion? Ja. Elektro fehlt uns noch im Team, just saying. Ah. Oh. Zumal wir später sogar noch eine Wasserprüfung haben mit, wie heißt sie, Lana. Oder ich glaube im Deutschen heißt sie Lana, ja. Ich probier's mal mit Schlecker. Wie viel richtet Schlecker an? Normal. Siehst du Ja. doch, steht doch immer daneben. Ja, aber Ja. damit ich abschätzen kann, wie viele Attacken ich noch danach machen kann. So, es ruft um Hilfe. Wer hätte das gedacht? So, Ja, aber Hanuman. in solchen Fällen kann es auch mal passieren, dass ein anderes Pokémon auftaucht. Das ist mir nämlich zum Beispiel passiert, so habe ich Volnera bekommen. Volnera taucht hier nicht einfach so auf. Sondern nur, wenn es zur Hilfe gerufen wird. Das ist schlau gemacht. Und zwar von Fluffeluff, welches nur tagsüber da ist. So. Ja, komm, mega schwach, paralysiert, Nestball. Oder Netz? Net ja, mach Netzball, das ist ein Käfer, passt. Ja. Nestball habe ich ja nicht mehr. Müsste ich mal gucken, ob ich irgendwo welche kaufen kann. Also wie du vorgearbeitet hast, wären die auch sinnvoll. Und ja, komm schon. Jawohl. Drin. So, das Einzige, was mir Klasse. jetzt von dieser Route noch fehlt, ist ein Pampuli. Ebola wurde gefangen. So, wollen wir mal. Hey Junge, erreicht Level 17! So, ein Eintrag wurde angelegt, das ist ja schon mal schön. Ja, müssen wir mal gucken, wann wir es ins Team aufnehmen. Ja, kannst ja offscreen ein bisschen pushen und dann beim Ja, nächsten Mal. genau. Um nicht von Vogel-Pokémon angegriffen zu werden, zieht es Orte vor, an denen Elektro-Pokémon leben. Ja. Moment mal, es kann sich doch gegen Vogel-Pokémon ganz gut wehren. Weil war das nicht irgendwas mit Elektro? die Entwicklung. Die Entwicklung dann, Das war ja. noch ein Käfer. Okay. Bin für Ebola. Ebola, ja. Finde ich gut. Ebola, finde ich gut. Das ist der neue Slogan. ja, erstmal in eine Du musst aber PC-Box. Türkan auch in Vogelgrippe umbenennen. So, oh weia, wir müssen erstmal hier ein bisschen. Nee, das war's nicht. Föhn, oder? Ja, genau. Boah, warte mal, ich schreib dir mal gerade was in Skype. Auf jeden. Ah, Moment, dann würde ich mich gerne vorher noch auf beschäftigt stellen. Ja. Damit man das nicht hört. Und denkt, es wäre das eigene. So, hupsala. So. Jetzt. So, bitteschön. Ich guck mal was. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Machen wir so. Finde So. ich geil, dass wir auf einer Wellenlänge sind, Ja. humortechnisch. Ach, übrigens, noch eine Sache, die mir so nebenbei passiert ist. Und zwar, wenn man zum Café geht und eine bestimmte Anzahl an Bohnen verfüttert hat, bekommt man einen Sonderbonbon. Ich habe Zäh. vier. Ich habe. Nee, so, weiß ich nicht. Als ich 27 Bohnen verfüttert hatte, habe ich dreimal einen Sonderbonbon bekommen hintereinander. Boah. Okay, reicht. Genug gestreichelt. Ja. Also für den Fall, dass ich mal ein Pokémon pushen muss. Aber jetzt nicht. So, erstmal die Beeren. Oh, wieder ein Krabbox. Oh, wieder. Ja, vielleicht. Bei Krabbox steht im Pokédex-Eintrag, dass es gern Bären frisst. Ist es wieder eins, oder? Ja. Ja. Na gut, vielleicht kriegen wir es diesmal. Jawohl.
Ich würde mal sagen, ach nee, Moment, wie war denn das mit... Es ist nur ein Kampf. Kampf, genau. Dann probieren wir mal Schlecker. Ich will es mal paralysieren, damit es sich leichter fangen lässt. Oh, es ist ausgewichen, yay! Yay. Wer es anleckt, darf es behalten. Verfolgung setzt es ein, oh weia. Politische Verfolgung oder religiöse Verfolgung? Krabox ruft um Hilfe, oh weia. Doch keiner kommt. Krapuzzi erscheint. Oh Mann, jetzt müsste ich langsam doch mal einen Supertrank oder sowas. Oder ein Tafelwasser. Bin noch mal gespannt, wie die Entwicklung heißt. Nee, Moment. Tafelwasser, 30 Punkte? Ja, das haben die geändert. Naja, das macht auch irgendwo Sinn. Ne? Dachen die sich auch so. Ja, also... Ich hab mich schon gefragt, warum kostet denn das so ein Tafelwasser plus 200 Pokédollar? Ist ja voll gut für 50 KP und jetzt sehe ich 30. Oh, oh. Ach so, Blubber ist ja... Das ist schon durch das Data-Mining in der Demo rausgekommen, dass sich das so geändert hat. Verdammt. Ja, dadurch, dass ich sowas ja sowieso nicht beachte. Ich lass mich ja so gern überraschen, hahaha. So. Feuerzahn. Ich habe auch geduldig in steter, bebender Aufregung auf diesen Release-Day heute gewartet. Ja. Beziehungsweise vor 2 Tagen, pardon. Genau. So, okay, dann wollen wir mal langsam ein Bällchen werfen. Ach, ich vergesse das immer mit der Y-Taste. Es wird doch alles angezeigt. Ich habe ja schon von Leuten gehört, die nicht lesen können, aber Leute, die keine Bilder sehen können. Jawohl! Yay, Krabox wurde gefangen! Ja, und wie nennen wir es? Ach, da habe ich keine Ahnung. Gibt es denn irgendwie so eine chinesische Spezialität, Krabbenbox mit Nudeln oder sowas? Nummer 3. Nummer 3? Gericht Nummer 3, ja. Es gibt Krabbenchips. Ja, die gibt's, das stimmt. Aber ich finde Gericht Nummer 3. Es verliert oft seine Scheren im... Upsala. Wir können uns das gleich nochmal angucken. Ne, jetzt will ich nicht mehr. Okay. Gericht... Nummer 3. Das klingt auch so ein bisschen wie Gerichtssaal Nummer 3. Ist das der, wo man brasalisch verhandelt? Ja, 2? Nein, 3. Ja, wir wollen ja das Richtige bestellen. Ja. Nachher kriegen wir irgendwas anderes. Frühlingszwiebeln oder sowas. Die Nummer 3 ist dann Sashimi. Sashimi, Sashimi, hi! Prunus. Sashi, Sashimi. Es liegt noch eine Beere da. Margo. Und noch Margo, eine. Die spielt doch die Harley Quinn jetzt, ne? Tiefe Beere. Give me Beere. Und noch eine. Japa-Beere. Oh, da liegt was Süßes. Da liegt was Süßes. Eine Wiki-Beere. Da muss ich doch gleich mal auf Wikipedia nachschauen, was das für eine ist. Oh. Das ist das Lieblingsgericht von Wiki und den starken Männern. Jawohl, jetzt sind wir in Incest Town. Ich meine Saarland. Oh. Snoop. Snoop Dogg. Das wär's. Hey Hildegard, lass uns rausfinden, wer von uns stärker ist. Immerhin habe ich auch die große Prüfung bestanden und mir einen Z-Ring erkämpft. Ach, so wie es hier in Ohana aussieht, kommt man sich vor, als würde man ein Duell in einem Western austragen. Voll cool und aufregend. Wir wollen natürlich einen fairen Kampf, also lass mich eben deine Pokémon wieder fit machen. War ja klar. Ernsthaft, wir könnten auch einfach 2 Meter ins Pokémon-Center laufen. Warum verballerst du deine Items dafür, Mann? Soll er halt. Los geht's, Pikachu und Co. Geben wir unser Bestes. Ja, Pikachu. Vielleicht wird's irgendwann zu einem Alola-Raichu. Das wäre natürlich cool. Ja. Pokémon-Trainer Torvi setzt Pikachu ein. Ach, Herr Kukui, was machen Sie denn hier? Ich bin der neue Kommentator. Ich habe noch nicht genug Aufgaben in Alola. So, Pikachu wird... Also ohne Spaß, wir haben ja schon festgestellt, der Mann kann alles und macht alles. Ja. Also der ist komplett zuständig für die Tourismusbranche in Alola. Nein, also du wirst den halt... Ah, boah, du... Der macht so viele Sachen in Alola, das ist echt unglaublich. Nein! Komm, heil dich mit Liebe! Ja, genau.
Ja, Hauptsache es ist tot. Ja, es wird sich schon von selbst heilen mit Liebe, wenn es genug hat. 23, schön, schön. Reichskorn erreicht Level 19. Es versucht Abschlag zu lernen. Was ist Abschlag? Abschlag. Oh, es ist eine Unlichtattacke. Ah. Nice. Okay, hat 65. Das heißt, wir könnten dafür eigentlich Tackle wegwerfen. Ja. Weggetackelt. Reichskorn erlernt Abschlag. So, als nächstes Arboretos. Arboretos. Ja. War das nur Pflanze? Nee, das war Flug. Pflanzeflug. Oh, Pflanzeflug. Okay, genau. haben wir irgendwas gegen Flug? Ja, Feuer. Gegen Pflanze. Oh, stimmt, ja. Ach, stimmt, ne? Das ist ja. Ah, der ist ja. Ja. Naja, ich dachte, gute Abend, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen ein Getränk an den Tisch bringen? Oh nein! Oh, snap. Oh, es erhöht sich in Z-Kraft. Ich fasse es Kraft. Ja nicht. Ins Kraft, ja. Nimmt alle seine Kräfte zusammen, um eine Z-Attacke auszuführen. Ja, Hypersprint. Moment, der hat eben auch nur den normal Z-Kraft. Okay. Naja, dann. Ja, los, renn. Wir ja. Haben. Boah, voll reingehauen, Junge. Richtig. Aber krass, voll, Mann. Ey. Oh, 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 oh. So, na denn, noch eine Glut hinterher. Glütchen. Glütchen. Na, das wird ja Glut. Boah, das hat er voll reingehauen. Richtig krasser Boy, Arboretos. Also auf jeden Fall. Unglaublich, dass ich den spielen werde. Vor allem die Initiative der Eulenreihe, die ist auch voll am Arsch, liest ja. Man. Ah, diese Hipster-Eule. Aber hey, die letzte Entwicklung ist cool. Hey, sag mal, wie bist du auf diese Taktik gekommen? Naja, Hose runter, schütteln. Ne, aber schau, die letzte Entwicklung, Silvaro, ist Pflanze Geist. Das finde ich sehr schön. Ja, stimmt. Oh, guck mal, da hinten ist ein, da rollt ein, Heuballen. Heuballen, genau. Heuballen, Ding. Ja, genau. Sehr herrlich. Tumbleweed, ich kenne nur das Englische. Ah, ah. So. Gucken wir mal, wie sehr mag es mich denn eigentlich. Oh, einmal könnte es mich noch mehr mögen. Genauso wie Mauzi. Ja, ein bisschen füttern kann man mal die Katze. Ja, Moment, genau. So, von denen habe ich jetzt ganz viele. Ansonsten habe ich die meisten schon. Macht das denn einen Unterschied, welche man verfüttert? Weiß ich nicht genau. Oh! Oh, es ist auf Level 5. Von der Zuneigung her. Oh. Ja, ist gut. Du hast mich lieb, schon verstanden. Ja, füttern wir es noch mal ein bisschen. So. Oh, da liegt was Süßes. Wenn man diese Bohnen wenigstens auch irgendwo finden könnte. Bin mir noch nicht sicher, wie man davon ganz viele kriegen soll. Im Café kriegt man die vielleicht einmal am Tag oder sowas. Das war ein guter Kampf. Meine Pokémon hatten auch Spaß und darauf kommt es schließlich an. Hier, Hildegard, das ist für dich. Oh, man kriegt immer was geschenkt. Oh. Angriff plus. Oh. Ich hätte lieber einen Meisterball gehabt. Ja, ja. Weißt du, ich habe zwei davon. Nee, oder Kukui hat zwei davon. Ja. Willst du sie mal sehen? Nein. Nein. Frag doch einfach nochmal. Los, go. Das Herrscher-Pokémon hat eine ziemlich widerstandsfähige Aura, stimmt's? Bei anderen Herrscher-Pokémon ist das bestimmt auch so. Aber mit einem Angriff plus erzielen die Attacken deiner Pokémon mehr Volltreffer. Dann spielt die Aura keine große Rolle mehr. Manche Pokémon-Kämpfe gewinnt man und manche verliert man. Schlimm ist nur, wenn man keinen Spaß dabei hat. Ist ja Tour de France, ey. Angriff plus rein und dann spielt die Aura keine Rolle. Also dann, bis später. Ich gehe mir die Ohana-Farm anschauen. Ist das ein Familienbetrieb? Mir gefällt dieses friedlich. Ja, was für ein Pizzasort oder Pause. Milter. Oh, Milter-Quilter-Café. Milter. Oh Mann. Lange bevor diese Stadt gegründet wurde, als es hier noch nichts gab, sollen Männchen und Tauros gemeinsam durch die Lande gezogen sein. Ui, wie schön. Aber ich will auch einen Miltank fangen. Boah, eigentlich müsste. Eigentlich müssten wir alle mit dem Down-Syndrom sprechen. Oh, das ist gemein. Tauros ist so geschickt. Können wir die nicht sprechen wie irgendwelche südländischen Hinterwäldler?
Moment, wie Peter Maffay. Daraus ist so geschickt, dass es mir manchmal sogar mit einem gezielten Tritt Atem zuwirft, der am Boden herumliegen. Wow.